Wer heute im Bündner Bergdorf Flims seinen Skitag beginnt, der tut das in der Regel an der Kabinenbahn mit dem Namen Arena Express. Die Anlage ist der Hauptzubringer in das Skigebiet der Weißen Arena zwischen Flims, Laax und Valera, dem größten in der Surselva. Seit 1997 ist die Bahn in Betrieb und mit ihren drei Sektionen eine der zentralen Lebensadern des Skigebiets. Einerseits als Zubringer auf der Strecke zwischen Flims und Plauen, andererseits als wichtige Verbindungs- und Beschäftigungsanlage auf der zweiten und dritten Teilstrecke von Plauen zur Alpener Gens. Dass die Trassierung gerade so verläuft, ist ganz unterschiedlichen Umständen zu verdanken. Um diese zu verstehen, muss man tief in den Geschichtsbüchern wälzen. Die Geschichte beginnt am 8. Mai 1945, dem Tag, an dem der Zweite Weltkrieg in Europa endet. In Flims startet an diesem Tag der Bau der ersten kuppelbaren Sesselbahn der Welt. Das später so populäre VR-101-System der Firma von Roll erblickt hier das Licht der Welt. Bald darauf folgt die zweite Sektion nach Naraus, ab Mitte der 50er Jahre für die Seilbahnkette bis auf den Cassonsgrat. Zu Beginn der 60er Jahre fällt auch im benachbarten Laax die Entscheidung zur Erschließung der Bergwelt durch Seilbahnanlagen. Die erstellten Anlagen sind für den Kanton Graubünden jedoch weit unkonventioneller als jene in Flims. Insgesamt 5 Stangenschlepplifte erstellt die Firma Poma auf den Winter 1962-63. 3 Sektionen führen von dem Weiler Mulania bei Laax auf den Grab St. John. Die Liftkette setzt sich dort in Form einer Skischaukel über Plauen bis zur Alpener Gens fort. Diese Alpener Gens haben jedoch auch die Flimser im Visier. Ebenfalls 1963 erstellt die Firma Brendle im Auftrag der Bergbahnen Flims eine Sesselbahn von Stargels nach Nagens und einen Schlepplift in 2 Sektionen bis in die Nähe des 2800 Meter hohen Laaxer Stöckli, heute besser bekannt unter der Flurbezeichnung Lasiala. Das führt zu der kuriosen Situation, dass die Alpener Gens fortan durch 2 verschiedene Bergbahngesellschaften erschlossen ist. Gleichzeitig ist es der Beginn eines jahrelangen Streits. Der gipfelt Ende der 60er Jahre darin, dass Laax den Bergbahnen Flims keine Genehmigung erteilt, auf ihrem Gemeindegebiet eine neue Bahnanlage zu errichten. Aus diesem Grund erfolgt der Neubau einer zweiten Zubringerbahn von Flims in Richtung der Alpener Gens auf reichlich suboptimaler Trasse. Die Firma von Roll erstellt 1969 eine Kabinenbahn mit dem Kuppelsystem VR-102 in 2 Sektionen von Flims über Runka nach Stargels, dem Ausgangspunkt der bestehenden Brendle-Sesselbahn. Diese wird 1972 durch die heute noch bestehende Graubergbahn ersetzt. Aber nicht auf gleicher Trasse, sondern entlang jenes Felsgrats, der die Gemeindegrenze zwischen Flims und Laax darstellt. Erst in den 80er Jahren nähert man sich an und richtet einen Tarifverbund ein. Mitte der 90er Jahre erfolgt schließlich die Fusion beider Gesellschaften, die letzten Endes auch den Bau des Arena Express auf seiner heutigen Linienführung ermöglicht. Die erste und mit knapp 4 Kilometern mit Abstand längste Sektion nach Plauen verläuft dabei über Flimser wie auch über Laaxer Boden. Zentraler Vorteil der neuen Linienwahl ist es, dass die Hochebene Plauen fortan keine Sackgasse im Skigebiet mehr bedeutet. Eine Talabfahrt ist von hier aus topografischen Gründen nämlich nicht möglich. Aus diesem Grund wird die erste Teilstrecke seither auch häufig für Talfahrten genutzt. Weiter nach oben geht es dagegen mit der steilen zweiten Sektion nach Skansinas. Auch hier gibt es keine direkte Abfahrt, sodass die Bahn in erster Linie eine Verbindung zwischen dem Bereich Grab St. John und der Alpener Gens darstellt. Wegen der völlig unterschiedlichen betrieblichen Zwecke gibt es zwischen der ersten und der zweiten Sektion übrigens auch in der Regel keinen Durchfahrbetrieb, obwohl dieser technisch möglich wäre. Zwischen Sektion 2 und 3 müssen die Fahrgäste dagegen nicht umsteigen. Nach gerade einmal 6 Stützen und rund 800 Meter Länge sind die 273 Höhenmeter bis nach Skansinas überwunden und die zweite Zwischenstation des Arena Express ist erreicht. An dieser Stelle befinden sich die Antriebe der beiden oberen Sektionen. Der ersten ist in Plauen untergebracht. Hauptzweck dieser Zwischenstation ist die Möglichkeit zum Ausstieg in Richtung der Sesselbahn Mutter-Rotunda sowie die Möglichkeit zur Nutzung für Wiederholungsfahrten auf den flachen Hängen der Alpener Gens. Nach einer leichten horizontalen Ablenkung nach rechts beschleunigen die Kabinen auf den letzten Streckenabschnitt. Einen weiteren Kilometer Länge überwinden sie noch,
aber nur noch rund 230 Höhenmeter. Nach insgesamt 42 Zwischenstützen ist die Bergstation auf der Alpna Gens in 2133 Metern Höhe schließlich erreicht. Die Strecke dorthin könnte sich von den anderen beiden Sektionen kaum stärker unterscheiden. Geht es im unteren Teil mehrheitlich durch den Wald und über schroffe Felsen, schweben die schwarzen Kabinen von CWA auf der dritten Sektion über sanft abfallende baumfreie Hänge. Auch die Stationsarchitektur unterscheidet sich bei allen drei Sektionen. Die Talstation in Flims kommt im nüchternen Betonlook daher. Die Station wirkt recht voluminös, da sie auch die Garage für die Kabinen der ersten Teilstrecke beinhaltet. Die Stationen Plauen und Skansinas fallen mehrheitlich durch ihre Wellblechabdeckungen ins Auge. Optisch sicher am schönsten anzusehen ist dagegen die Bergstation auf der Alpna Gens. Die Mischung aus Holz und der Glasfassade ist recht einmalig und sie erlaubt es auch, einen Blick auf die spannende Kuppeltechnik in der Station werfen zu können. Insgesamt ist der Arena Express damit eine äußerst spannende Seilbahnanlage. Einerseits aufgrund seiner Entstehungsgeschichte, andererseits aufgrund seiner völlig unterschiedlichen Zwecke, denen er auf den verschiedenen Teilstrecken nachkommt. Und mit fast 6 Kilometern Gesamtlänge ist die Anlage von der Firma Caraventa auch aus technischer Sicht in jedem Fall eine Fahrt wert. Als Ergänzung auf der Alpna Gens erstellt die Firma Bacco Poma übrigens 2 Jahre nach dem Arena Express einen kurzen Anfängerlift hinter dem Bergrestaurant. Der Lift dient indirekt als Ersatz für die weggefallenen Übungsanlagen im Tal in Flims. Mit Panoramablick übt es sich eben besser.